Fake SMS sind eine immer beliebtere Betrugsmasche. Die gefakten Kurznachrichten sollen Nutzer dazu verleiten, durch gefälschte Links Schadsoftware auf ihr Mobilgerät zu laden. Eine weit verbreitete Masche ist auch das sogenannte Smishing. Smishing ist eine Wortschöpfung aus den Begriffen SMS und Phishing. Und genau wie beim eigentlichen Phishing wird hierbei auf unterschiedliche Arten versucht, an sensible Daten der Nutzer zu gelangen oder Geld zu ergaunern. Besonders beliebt sind die Paket-SMS-Masche, bei der sich Betrüger als Paketversand ausgeben, oder der Enkeltrick, bei dem angeblich das eigene Kind oder der Enkel Hilfe benötigen. Jetzt gibt es eine neue perfide Betrugsmasche via Fake-SMS. Ziel sind die Nutzer des Messenger-Dienstes WhatsApp. Mehr dazu jetzt in den Quick Bytes. Weiche Ware. Quick Bytes. Digitalitessen mundgerecht serviert. Bereits seit September dieses Jahres wird vor der neuen WhatsApp-Betrugsmasche gewarnt. Aber worum handelt es sich genau? Die Masche ist ziemlich perfide. Die Betrüger geben sich per Fake-SMS als WhatsApp-Sicherheitscenter aus. Sie gaukeln vor, das WhatsApp-Konto wäre wahrscheinlich gefährdet. Um die Bedrohung abzuwehren, soll auf einen mitgesendeten Link geklickt werden. Hier wird auf einer gefälschten Sicherheitsseite die Telefonnummer der Nutzer abgefragt. Als nächstes wird eine Nachricht über ungewöhnliches Verhalten des Nutzerkontos gesendet. Ein sofortiges Handeln sei nötig. Der Nutzer soll dann die Einstellungen für verknüpfte Geräte öffnen. Angeblich kann hier die Kontosicherheit wiederhergestellt werden. Anschließend verknüpfen die Betrüger ein eigenes Gerät mit dem WhatsApp-Konto des Users. Die nötigen Codes erfragen sie sich mittels eines Formulars direkt beim Kontonutzer. Haben die Täter erst einmal das WhatsApp-Profil gekapert, können sie auf diese Weise sensible Daten ergaunern und auch Nutzerprofile aus den Kontaktlisten kapern. Sie haben vollen Zugriff auf sämtliche Kontooptionen und Chatverläufe. Es ist also dringend anzuraten, auf solche Nachrichten nicht zu reagieren. Generell gilt, Nachrichten, die Links enthalten und zum sofortigen Handeln auffordern, sind in den meisten Fällen Fake. Auch Rechtschreibfehler oder keine namentliche Ansprache in der SMS können auf einen Fake hinweisen.